glaube, dass diese Diskussion auch in der Öffentlichkeit bei aller Kontroversität wichtig und richtig ist, weil sie den Menschen die Möglichkeit gibt, darüber nachzudenken, ob es tatsächlich richtig ist, meine Damen und Herren, die zukünftigen Strukturen der Bundeswehr auf den Szenarien der Vergangenheit oder auf den Szenarien der Zukunft aufzubauen. Dass die Anforderungen heute an die Bundeswehr, die sind an eine professionelle Armee. Und bis heute hat mir noch niemand erklären können, dass Grundwehrdienstleistende in diesem Kontext eine derartig wichtige Rolle spielen, dass die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr dadurch beeinträchtigt wäre. Aber wenn wir uns auch die Aufgaben anschauen, die zurzeit nicht nur auf die Bundeswehr, sondern auch auf andere nationale Armeen zukommen, können Sie feststellen, dass die Wehrpflicht den geringsten Anteil zu einer solchen Ausrichtung von Streitkräften in der Zukunft treffen wird. Und ich habe bis heute keine Signale, auch aus den Verantwortlichen in der Bundeswehr gehört, die sagen, wir sind nicht in der Lage, dieses zu leisten. Insofern glauben wir, dass bis keine endgültige Vereinbarung innerhalb der Regierung gefunden worden ist, wie es mit der Zukunft der Wehrpflicht weitergeht, wir diese Sicherheit den jungen Männern einfach schuldig sind, meine Damen und Herren. Und deswegen werden wir an dieser Stelle als FDP-Fraktion auch dem vorgelegten Gesetzentwurf zustimmen. Ich glaube, wir sind uns hier auch weiterhin alle einig. Nicht die Mittel im Verkehrsbereich sind bisher verstetigt, sondern die Unterfinanzierung. Das wissen wir aber nicht erst seit der Veröffentlichung des Verkehrsinvestitionsberichts 09. Dass der Investitionsdruck aber eine solche Qualität hat, ist erschreckend. Nun fordern Sie ein Mehr Verkehr auf die Schiene und Schwarz-Gelb sagt deutlich Ja dazu, wo dies sinnvoll ist. Mit der Überarbeitung des Masterplans Güterverkehr erreichen wir eine Infrastrukturpolitik, auch und vor allem für die Schiene, die Güterverkehr und Logistik echte Angebote machen kann. Es ist nun mal so, dass die Bundesrepublik Deutschland als soziale Marktwirtschaft in besonderem Maße von der Globalisierung profitiert. Es ist nun mal so, dass in diesem Land mehr Güter exportiert werden, als wir selbst verbrauchen und dass viele Menschen davon arbeiten, in diesen Industrien arbeiten und davon leben. Und wenn Sie die Intensivierung von Güterverkehr, wenn Sie die boomenden Zeiten in unseren Seehäfen und den Wachstum im Güterverkehr auf der Straße und der Schiene per se in dieser Art und Weise verteufeln, dann ist das eine Verelendungsstrategie für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land, die wir ganz sicher nicht mittragen werden. Es ist doch nachgerade zynisch, geschätzte Frau Kollegin, dass Sie hier die gestiegenen Mobilitätswünsche der Menschen in individueller Weise, die individuelle Mobilität in dieser Weise kritisieren und auch diffamieren. Ich kann von jemandem, der 1982 Mitglied der DKP geworden ist, vielleicht nichts anderes erwarten, aber wir sind froh, dass sich die Menschen frei bewegen können, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Es geht darum, dort, wo es sinnvoll ist, die richtigen Konzepte auch in der Bahnpolitik durchzusetzen. Und jeder weiß doch hier, und auch das hat Herr Kollege Burkhardt eben angesprochen, dass man nicht eine Diskussion über Investitionsprojekte führen kann nach dem Motto, was teuer ist und den Zug, den Verkehr schneller macht, ist böse und wo wir im System Effizienzsteigerungen vornehmen, das ist per se gute Investitionspolitik, sondern es gibt in dem einen Topf sehr gute Projekte, aber in dem anderen auch. Und das beweisen zum Beispiel die Verkehrsprojekte Hamburg-Berlin und auch Hannover-Berlin. Denn auf beiden Strecken, auch Köln-Frankfurt, auf allen drei Strecken gibt es heute keinen innerdeutschen Luftverkehr mehr, weil es leistungsfähige Eisenbahnangebote im Schnellbahnbereich gibt. Da kann man beklagen, dass die Strecken teuer waren, als man sie errichtet hat. Aber der volkswirtschaftliche Nutzen ist dennoch immens hoch. Der deutsche Film schwimmt national und international auf einer Erfolgswelle. Und das ist auch ein Ergebnis der Filmförderung in Deutschland. Wir brauchen eine arbeitsfähige und effektive FFA, um die erfolgreiche Entwicklung des deutschen Films auch weiter fortzusetzen. Denn neben der klassischen Filmförderung spielt die FFA auch eine zentrale Rolle beim aktuell wichtigsten Thema der Filmpolitik, nämlich bei der Digitalisierung der Kinos in Deutschland. 1200 Leinwände gehören zu den kleineren Kinos im ländlichen Raum oder Programm- und Arthouse-Kinos. Diese sind aufgrund ihrer schwachen Umsätze natürlich nicht in der Lage,
die Umstellung auf den digitalen Standard selbst zu finanzieren. Und ohne eine Unterstützung dieser Häuser würden wir in den nächsten Jahren ein Kinosterben erleben, das äußerst negative Auswirkungen auf den Kultur- und Filmstandort Deutschland hätte. Es fehlt bisher an konkreten Vereinbarungen, in welcher Höhe sich die Filmwirtschaft und die Länder daran beteiligen und wie die einzelnen Fördermaßnahmen auch miteinander wirken. Mit der vorliegenden Novelle und Moderation von Staatsminister Neumann ist ein richtungsweisender Kompromiss gelungen, der die deutsche Filmwirtschaft in die Lage versetzt, vor allem aus eigenen Mitteln, und das unterscheidet uns auch von den Linken, aus eigenen Mitteln die Filmförderung weiter voranzutreiben. Das ist ein deutliches Signal in Richtung Karlsruhe. Nicht die Gerichte, sondern wir hier im Parlament machen Filmpolitik in Deutschland. Ein zentrales Mittel der Bekämpfung der Piraterie ist aus unserer Sicht die Entwicklung attraktiver Geschäftsmodelle, die den Nutzerinnen und Nutzern interessante Alternativen für illegale Downloads bietet. So müssen wir ebenso die Zusammenarbeit mit der Filmwirtschaft intensivieren, um die Filmförderungsanstalt an die Bedingungen einer modernen Mediengesellschaft anzupassen. Meine Damen und Herren, in Deutschland wird großes Kino geboten. Sorgen wir dafür, dass es so bleibt. Diese Koalition will den Weg in das regenerative Zeitalter gehen, und wir werden den Weg in das regenerative Zeitalter gehen. Und ich glaube auch, dass es möglich ist, bis zum Jahr 2050 tatsächlich zu einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien zu kommen. Aber 2050 ist noch 40 Jahre hin, und wir müssen uns überlegen, wie schaffen wir es denn in der Zwischenzeit? Und uns geht es darum, dass wir den Weg in das regenerative Zeitalter so finden, dass wir die Bürgerinnen und Bürger mit sicherer Energie und mit bezahlbarer Energie versorgen und dabei die Klimaschutzziele erfüllen. Und das wird dieses Energieprogramm leisten. Es ist die Frage, was ist eine maßvolle Erhöhung der Laufzeiten? Und die Bundesjustizministerin wird dafür sorgen, dass dieses Gesetz verfassungsfest sein wird. Wir werden nicht wie Sie das Scheitern vor dem Verfassungsgericht in Kauf nehmen, Sie bei der Pendlerpauschale, bei den Hartz-IV-Kindersätzen oder als Sie die Passagierflugzeuge abschießen lassen wollten. Da haben Sie die Verfassung gebrochen. Das hat Ihnen das Verfassungsgericht bescheinigt, meine Damen und Herren. Zu Ihrer Forderung, 3% mehr Energieproduktivität pro Jahr von 1990 bis 2020. 20 der 30 Jahre sind ohne große Erfolge schon vorbei. 11 Jahre davon hat die SPD regiert, erreicht nur einen Bruchteil. Jetzt sollen wir in 10 Jahren alles richten. Da danke ich für Ihr Vertrauen. Es mag klappen, bis 2050 auf 100% erneuerbare Energien zu kommen, aber wir brauchen verantwortbare Übergangsszenarien. Die Kernkraft ist eine CO2-freie und kostengünstige Brücke zu den erneuerbaren Energien in der Übergangszeit. Sie setzen ein funktionierendes und intelligentes Stromnetz voraus, doch dies benötigt europaweit Investitionen von ca. 1.000 Milliarden Dollar allein bis zum Jahre 2020, so die Zahlen der Internationalen Energieagentur. Deshalb brauchen wir ein klares Bekenntnis zu einem massiven Netzausbau, qualitativ und quantitativ. Und Sie ignorieren, dass die vorausgesetzten Speichermöglichkeiten für Strom bisher nur als Utopie existieren. Deshalb brauchen wir eine nationale Offensive für die Speicherförderung. Wir hingegen erarbeiten ein Energiekonzept, das mehr ist als ein Wunschzielzettel zum Klimaschutz. Unser Konzept hat die ökonomischen Wirkungen verschiedener Handlungsoptionen fest im Blick und macht diese berechenbar. Ja, Sie haben ja so den Eindruck erweckt, also in dieser Woche, das war jetzt ganz furchtbar und jetzt wird da so gespart, jetzt bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Ich will immer die nackten Zahlen nennen. In Deutschland wurden im Jahre 1991, also im Jahr nach der deutschen Einheit, in allen öffentlichen Haushalten, Bund, Länder, Kommunen und den Sozialversicherungen zusammen 423 Milliarden Euro für soziale Zwecke ausgegeben. Im Jahr 2009 waren es 750 Milliarden Euro, ein Plus von rund 70%. Ich habe die Zahlen dieses Jahres, also die Ist-Zahlen kennen wir noch nicht, die entstehen ja gerade, aber es spricht vieles dafür,
dass wegen der großzügigen Förderung auch der Kurzarbeit wir in diesem Jahr eher bei 765 Milliarden Euro am Ende landen werden. Vor dem Hintergrund einen Sparbetrag von 5 Milliarden Euro im Sozialsystem als sozialen Kahlschlag hier verkaufen zu wollen, Frau Kollegin Maas, das glauben Sie am Ende wirklich selbst nicht. Und deswegen plädiere ich sehr dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir weiter an unserer gut konstruierten Altersversorgung festhalten, mit einer starken gesetzlichen Säule der gesetzlichen Rentenversicherung, mit privater und betrieblicher Vorsorge, dies nebeneinander und alles drei zusammen muss am Ende den Lebensstandard im Alter sichern. Deswegen stehe ich sehr, das funktioniert sehr gut, Herr Birkwald, deswegen stehe ich sehr hinter dem, was in der Vergangenheit auf den Weg gebracht wurde. Sie wollen jetzt hier und gleich am liebsten Sozialleistungen verbessern und Sie übersehen, dass das, was heute nicht nachhaltig finanziert wird, in 20, 30 Jahren von der dann steuer- und beitragzahlenden Generation getragen werden muss. Und diese Generationengerechtigkeit im Auge zu halten, das ist aus unserer Sicht wichtig. Deswegen lehnen wir Ihren Antrag ab und deswegen hoffe ich auch ein Stück auf Ihre Einsicht, dass Sie in Zukunft uns nicht im vierwöchigen Rhythmus mit Anträgen dieser Art hier überziehen. Seit 2001 engagiert sich Deutschland in Afghanistan. Dort gibt es Erfolge und dort gibt es auch Misserfolge. Und es liegt in der Natur der Sache, dass wir als Parlamentarier uns sehr intensiv und sachlich mit diesem Einsatz beschäftigen müssen. Wenn ich mir die Stimmung, und das ist auch vorhin hier angesprochen worden, wenn ich mir die Stimmung in der Bevölkerung anschaue, dann ist sie, was den Einsatz in Afghanistan anbetrifft, alles andere als positiv. Das liegt auch daran, dass wir als Politiker die Notwendigkeit des Einsatzes in der Vergangenheit nicht immer ausreichend erklärt haben. Viele unserer Bundeswehrsoldaten haben mir vor Ort gesagt, und ich war in Afghanistan und habe mir die Mühe gegeben, mir das auch anzuhören, haben mir vor Ort gesagt, dass sie enttäuscht sind. Enttäuscht darüber, dass der Wert ihres Einsatzes in der Heimat in Deutschland nicht verstanden wird. Unsere Aufgabe als Parlament ist es, die Menschen in diesem Land bei so einem wichtigen Thema gut zu informieren. Um diese Aufgabe erfolgreich zu erfüllen, müssen wir natürlich selbst über den Einsatz umfassend informiert sein. Wir sind in eine neue und entscheidende Phase des Einsatzes gekommen. Dafür brauchen wir eine erweiterte Unterrichtung des Deutschen Bundestages. Das machbare Maß einer Unterrichtung sieht unserer Meinung nach allerdings anders aus, als die Opposition es in dem Antrag skizziert hat. Wir müssen uns als Parlamentarier ein Bild der Situation im Ist-Zustand machen. Daher sind wir der Meinung, dass eine Überweisung des hier vorliegenden Antrages in den Ausschuss sinnvoll ist. So können wir in dieser Sitzung schon von der Bundesregierung umfassender unterrichtet werden.